Worum handelt es sich beim sogenannten Gründungszuschuss und wie beantragt man ihn? Mit dem Gründungszuschuss fördert die Agentur für Arbeit in zwei Phasen den Sprung aus der Arbeitslosigkeit in die Selbstständigkeit. Die wichtigsten zwei Voraussetzungen für den Gründungszuschuss sind: Man muss Anspruch auf Arbeitslosengeld 1 haben und die selbstständige Tätigkeit muss mindestens 15 Wochenstunden Umfang haben, damit die Arbeitslosigkeit beendet wird. Bei einer Gründung aus der Arbeitslosigkeit heraus kann man 6 Monate lang den Gründungszuschuss in Höhe des individuellen Arbeitslosengeldes plus 300 Euro für die soziale Absicherung erhalten. Auf Antrag kann im Anschluss 9 weitere Monate ein 300 Euro Zuschuss zur sozialen Absicherung gewährt werden. Der Gründungszuschuss ist eine Ermessensleistung. Der Zuschuss kann, muss aber nicht gewährt werden. Wenn Sie also mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen, sollten Sie mit Ihrem Betreuer bei der Agentur für Arbeit abklären, ob er dies unterstützt. Lassen Sie sich unbedingt vor Aufnahme der selbstständigen Tätigkeit die personalisierten Antragsformulare für den Gründungszuschuss aushändigen. Wichtig ist also die fristgerechte Antragstellung beim Arbeitsamt. Man muss Anspruch auf Arbeitslosengeld 1 haben und man muss vorher mindestens einen Tag lang arbeitslos gemeldet gewesen sein. Zusätzlich muss bei der Aufnahme der selbstständigen Tätigkeit noch ein Arbeitslosengeld 1-Anspruch in Höhe von mindestens 150 Tagen gegeben sein. Es gibt hier einige Sonderregelungen, deshalb unbedingt vorher darüber bei Ihrer Agentur für Arbeit informieren. Außerdem brauchen Sie einen aussagekräftigen Businessplan. Und für den Gründungszuschuss benötigt man zusätzlich die Stellungnahme einer fachkundigen Stelle zum Businessplan. Denn die Tragfähigkeit der Existenzgründung ist der Agentur für Arbeit nachzuweisen. Tipp: Gegebenenfalls kann es sinnvoll sein, einen Antrag auf freiwillige Weiterversicherung in der Arbeitslosenversicherung zu stellen, um weiterhin Versicherungsschutz zu haben und neue Ansprüche aufzubauen. Für diesen Antrag müssen einige Voraussetzungen erfüllt werden und er muss innerhalb von 3 Monaten der Selbstständigkeit erfolgen. Auf www.arbeitsagentur.de bietet die Agentur für Arbeit detaillierte Infos über die Antrags- und Fördervoraussetzungen.